Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Live 2. Ich hatte einen kleinen Denkfehler, ich hatte nämlich noch den Anhänger dran. Das habe ich mittlerweile korrigiert. Jetzt bin ich nach dem großen Spektakel wieder beim Landhändler und möchte endlich meinen John Deere, wenn auch ja, ein bisschen später, zurückgeben. So, ist ja gar nicht mein John Deere. Und der hat wirklich schick gebaut, muss ich sagen. Klaas steht hier außen dran. Schickes Ding. Ach, da wartet er schon mit offener Tür. So, moin. Moin, Martin. Ron. Martin, altes Haus, ich grüß dich. Ich grüß dich. Ja. Ich hab den John Deere wieder dabei. Ah ja, ja, ich seh. Mhm. Ja, ich war jetzt... Bauchschmerzen? Ja, ein bisschen. Ich war jetzt nicht in der Waschanlage, aber sonst ist er tipptopp, hat sich gut gefahren. Du, guck mal, Himmel. Das sind dunkle, schwarze Wolken. Ja. Siehst du die? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wofür ist das ein Zeichen? Was willst du mir sagen? Ja. Regnet. Bestimmt der John Deere wieder sauber. Achso. Okay, ich dachte, jetzt kommt ein Donnerwetter. Ach nee. Standpauke. Nee. Martin, was kann ich für Gutes für dich tun? Ja, ich wollte erstmal den John Deere zurückgeben. Hm? Aber das Zweite, was ich mit dir mal kurz verabreden wollte, war, ich brauche große neue Maschinen. Ich habe viel Feldfläche. Aber ich kann es mit dem Mitarbeiter nicht mehr zusammen bewirtschaften. Ich habe jetzt noch einen anderen vom Lohnunternehmen, der arbeitet auch sehr viel für mich. Hm? Wir kriegen das aber alles nicht mehr hin. Wir werden nicht mehr Herr der Lage. Deswegen, ich brauche Größe. Richtig große Größe. Geld habe ich, so ein bisschen was. Und da wird in Zukunft noch was kommen. Müssen wir vielleicht Ratenzahlungen oder sowas vereinbaren? Weiß ich noch nicht, kommt ein bisschen auf das Gerät an. Hm? Aber starten würde ich gerne, glaube ich, mit einem Mähdrescher. Mit einem Mähdrescher? Was herrschst du denn davor? Ich habe was ganz Neues reingekriegt. Also ich habe schon mal ein bisschen mit einem Lexion geliebäugelt. Das ist ja ein ziemlich brutales Teil, ne? Jetzt sehe ich, hier vorne kommt auch dieses Glas-Logo zum Vorschein. Ja? Vom Feeling habe ich da ein ganz gutes Gefühl, dass das klappen könnte. Dude, du hast deinen Mann gefunden für diese super Artikel. Also pass auf. Ich hab ja hier den Herrn Schubert, ne? Den Olaf. Der hat ja jetzt auch eine Lexion drüben, den 8900. Echt? Den großen, ja, zum Testen. Zum Testen, ja. Er hat gesagt, er möchte vielleicht einen kaufen. Also, weil dann möchte ich auch testen. Wie lange hat er den noch? Er hat noch eine Woche. Pass auf, ich mach dir auch ein gutes Angebot. Ich krieg ja neun noch rein, niegelnagelneu. Wie gesagt, Lexion 8900, 790 PS, 18.000 Liter Korntankvolumen. Damit kannst du arbeiten, ohne Ende. Ich würde dann auch das große Schneidwerk dazugeben. Ja. Du brauchst es nur für Getreide? Ich brauche es nur für Getreide. Ich muss mir hier ein bisschen heller machen. Ich habe mein Licht hier angemacht, weil sonst sehe ich dich kaum noch. Ich brauche es für Getreide, ja. Was ist das Getreide? Dann würde ich das große Konvio geben. Da hast du 12,30 Meter Arbeitsbreite. Sauberen Ablagetisch. Da fetzt du voll durch. Also wie gesagt, sauberen Ablagetisch. Einen sauberen Ablagetisch, das flutscht rein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da kannst du Gas geben ohne Ende, du bist schnell, effektiv, dynamisch. Also hast du eigentlich voll zu dir. Ich habe bislang ein 9 Meter Schneidwerk. Hast du noch irgendwas Größeres als dieses 12 Meter? 12,30 Meter ist momentan das Größte, was eigentlich auf dem Markt gibt. Okay, habe ich mir schon gedacht. Gut, wir könnten ja ein bisschen tricksen, also... 1370 könnte man von John Deere noch mit dranhängen. 1370? Ja, oder ich hau dir das von Case dran. Das hätte auch 1370. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Es schaut ein bisschen komisch aus. An Schluss nehmen wir halt das einfach von New Holland. Ich meine, es hat auch 1370, hätte fast die gleiche Farbe. Ich meine, wenn wir es keinen sagen, fällt es nicht auf. Also das Ding ist, ich muss halt wirklich Masse schaffen, ne? Deswegen, oder Fläche schaffen. Ja. Ja, von der Pass mal Arbeit, auf, gib mir das, wenn du irgendwas da hast, dann gib mir das gern zum Testen mit und vielleicht wird daraus ja ein Kauf. Ich bin auf jeden Fall einigermaßen gut mit finanziellen Mitteln bekleidet. Okay, also bei dir mache ich mir mittlerweile überhaupt keine Sorgen mehr. Also wirklich, also auch was die anderen immer sagen. Ich finde das immer löblich, aber das sagst du jedem hier. Ja, ich muss ja, du musst mich auch verstehen, ich muss ja auch wirtschaftlich denken. Ich verstehe dich, Ron. Aber mit einem verstehe ich nicht, dass du Geschäfte machst. Mit dem Schubert. Der Schubert verarscht hier alle in dem Dorf und du machst noch Geschäfte mit dem. Das verstehe ich nicht. Ja, was soll ich da machen? Weißt du, wenn er zu mir kommt, ist weg, Kunde. Weg mit dem. Der soll sich seine Maschinen woanders kaufen. Was soll ich das machen? Meinst du, soll ich das mal bringen? Das sollst du mal bringen.
Ron, denk mal drüber nach. Aber ich glaube, du hast schon einen Besuch. Hatten wir uns nicht mal irgendwie, sind Sie nicht immer in diesem Golf hier rumgefahren? Ja, genau, Herr Kirchner, mein Schönbeck, mein Name. Schubeck, Schönbeck, alles das Gleiche. Ja. Da kommt man schon mal durcheinander. Eigentlich wollte ich gar nicht zu Herrn Stevens, sondern ich wollte zu Ihnen. Eigentlich wollte ich Feierabend machen. Und, ja, Mensch, ich habe hier auch das Gefühl, dass hier schon Feierabend gemacht wird. Und mir wurde gesteckt, dass Sie jetzt einen Hühnerstall haben. Ja. Und ich bin doch Vertreter für verschiedenste Maschinen für Landwirte. Und wir haben doch da so einen Verkaufsautomaten für Eier zum Beispiel. Ah, das, da Interesse das, da, wir kommen ins Geschäft. Kommen Sie die Tage bitte nochmal bei mir vorbei. Dann schauen wir uns die ganze Lage mal an und vielleicht werden wir da glücklich mit. Okay, so machen wir es. Alles klar. Nehme ich Katalog Ihnen mit und zeige es Ihnen dann. Genau, wunderbar. Zeigen Sie es mir gerne. Jetzt müsste ich nur noch eine Mitfahrgelegenheit haben, wenn es... Martin, stopp. Wo bist du denn? Warte mal, lass mich mal kurz hier den ausmachen. Der brummt nämlich die ganze Zeit weiter. Könntest du mich irgendwie mitnehmen, die paar Meter? Martin, komm mal mit. Komm mal mit. Wo bist du? Du bist bei deinem Landmaschinenhändler des Vertrauens. Okay, ich bin gespannt. Ab durch die Dunkelheit. Guck mal hier rein. Oh. Siehst du, was da hinten steht? Das ist er doch, über den wir gerade noch. Kann ich den direkt mitnehmen? Nee, mitnehmen kannst du den nicht, Martin. Okay. Das tut mir wirklich leid. Okay. Wir müssen leider warten, bis der Herr Schubert wieder den Drescher zurückbringt. Aber ich mach den dann sauber, schau nochmal alles durch und dann kriegst du. Wie gesagt, dauert nicht mal lange. Schon ein schickes Teil, aber vor allen Dingen riesig. Also, du kannst dich mal kurz reinsetzen. Ja, darf ich mich reinsetzen? Ja, kannst du. Niegelnagelneues Teil. Wird der irgendwie verkauft oder was? Ja, der steht schon vor Verkauf bereit. Okay. Deswegen darf ich vermutlich eigentlich mitfahren hier. Boah. Schick. Das ist schon ein cooles Teil. Ja. Du, ich bin begeistert. Aber ich muss noch ein bisschen was schaffen. Also überleg dir das mal und mach mir vielleicht auch mal für Grober und sowas. Mach mir mal gern so ein Komplettangebot fertig. Dann reden wir darüber und jetzt muss ich aber nach Hause. Kannst du mich mitnehmen? Ja, na klar, komm, ich fahr dich nach Hause. Super, ich dachte nämlich schon, du führst mich hier zu einer Mitfahrgelegenheit oder sowas. Und dann kommt nochmal so ein Kracher, aber ich finde den schon sexy, den Mähdrescher. Na, der ist schon Hammer, ne? Das ist schon eine Bestie. Vor allem, du bist halt schnell damit unterwegs. Ja, wie schnell fährt man damit? 40, also auf der Straße. Ja gut, auf der Straße. Auf dem Feld ist man aber so schnell wie mit anderen. Ja, da bist du nicht schneller momentan. Okay. Mensch. Aber du hast hier ja schickes neues Gelände. Hast du alles neu gebaut? Ja. Ja, meine Frau ist ja abgehauen. Mit den Bildern und so. Hat noch keine Frau ist, was? Die ist weg. Meine Frau ist abgehauen. Die hat gesagt, mein Alkoholkonsum ist zu wichtig für mich. Dann habe ich gesagt, ja, so gut. Ron, du, erstaunlich. Ich wundere mich sowieso schon länger. So, aber lass uns den Rest auf der Fahrt besprechen. Ja, warte, steig ein. Wo kann ich einsteigen? Ist das hier, dieser Werkstattwagen, oder was? Ja. Der ist hochmodern. Türe zu. Alles zugemacht. Steig ein. Ja, Moment. So. Ah. Okay. So. Aber das ist erstaunlich, dass er dich verlassen hat. Ah ja. Mich hat's nicht gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nee. Du hast immer noch ein paar Schoten auf Lager, ne? Okay, gut, ich danke dir fürs Mitnehmen und du sagst mir Bescheid. Und überleg dir mal was mit dem Olaf. Der muss mal für seine Taten hier zur Rechenschaft gezogen werden. Verkauf dem das nicht oder mach schlechte Preise für den oder sowas. Meinst du, soll ich machen? Ja, Ich werde mir das mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Ich habe da schon vielleicht schon eine Idee. Super, okay. Gut, bis die Tage. Warten, tschüss. Ich wünsche dir was. Tschüss. Okay, dann werde ich mich nämlich jetzt noch in den alten Drescher pflanzen und noch ein bisschen weitermachen, denn wir haben noch einiges zu tun. Den Hühnern geht's ganz gut, um die ganze Verkaufsmaschinerie kümmern wir uns dann später. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo im Moment der Drescher steht, wo der geparkt wurde. Ich glaube da vorne, ne? Vorne rechts müsste der sein. Ich glaube, mein Drescher ist aktuell auf dem Feld, weil der Ben Becker
hatte den, glaube ich, schon dort genutzt. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal mit dem Hänger dorthin und werde dann dort einfach weitermachen. Ich wollte allerdings noch meinen LU-Mitarbeiter anrufen, damit er mir ein bisschen hilft. Vor allen Dingen dann morgen, wenn es dann wieder hell ist und wir einiges anpflanzen müssen. Deswegen wollte ich den schon mal drauf einstimmen und rufe ihn mal kurz an. Hallo, Kamp hier? Jo, sonst hatte ich immer mit jemand anderem zu tun, der bei mir geholfen hat vom Lohnunternehmen, oder? Ja, das stimmt. Der ist aber zurzeit im Urlaub und ich springe jetzt für ihn ein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, ja, absolut in Ordnung. Das verstehe ich. Ich wollte nur schon mal sagen, also eigentlich hatte ich ja einen Mitarbeiter für die Zellstofffabrik geordert. Nun ist es so, dass die ja im Moment ganz gut läuft. Ja. Ich würde mir wünschen, wenn sie das auch machen, dass sie mir morgen einfach ein bisschen auf dem Hof helfen. Ja klar, das ist kein Problem. Ja, es muss angesät werden, geerntet werden, es ist so viel zu tun, ich glaube, das ist jetzt sinnvoller. Die Fabrik läuft ja soweit, da sind ja alle Rohstoffe vorhanden, wenn ich richtig informiert bin, oder? Das ist richtig, ja. Okay, gut, ja, dann werden wir morgen damit starten, würde ich vorschlagen. Und ja, ich werde jetzt den Abend auch ein bisschen nutzen, um auf dem Feld unterwegs zu sein. Alles klar, soll ich dann morgen den Klaas mit rüberbringen, oder? Ja, bringen Sie ihn ruhig mal mit. Ja, ja. Alles klar. Das wäre ganz gut. Okay. Mach gut. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns morgen früh auf dem Hof. Ja. Ciao. Bis dann. Tschüss. Und ich werde jetzt in den Abend rein ernten. Und hier sehen wir das ganze Dilemma. Hier ist ja, ja, leider der, das Pflanzenschutzmittel ist hier ja leider ausgegangen. Und deswegen, beziehungsweise ich war da ein bisschen zu spät und deswegen hat es dann nicht mehr ganz geklappt. Deswegen sind die Sojabohnen hier nicht von Unkraut befreit worden. Müssen wir mal gucken, ob sich das dann negativ darauf auswirkt. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt einfach den Abend noch ein bisschen weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!